wenn es hier jetzt auch noch losgeht mit den Bomben? So schlimm wird es schon nicht werden. Außerdem, so lange wird es gar nicht mehr dauern, Frau Bernhard. Hoffentlich. Meinen Jungen haben Sie nämlich auch noch gemustert. Den Sigi? Ja. Aber den können Sie auch nicht mehr holen. Meinen Sie? Also, Herr Doktor, in 5 Tagen bringe ich Ihnen die Wäsche wieder. An den Hemden ist ziemlich viel zu machen. Es eilt ja nicht damit. Schon gut, Herr Doktor. Auf Wiedersehen, Frau Bernhard. Auf Wiedersehen. Major, das war ja eine Bombe. Ja, das war das ganze Haus hat gezittert. Wissen Sie schon, wo es eingeschlagen hat? Drüben am Fluss. Jetzt, schnell nach Hause kommen. Waren Sie denn nicht im Keller? Mit dem Pferd? Ja. Oh, warten Sie. Oh, danke schön, ich schaff das schon. Ich weiß es ja, wie Sie mal alles schaffen allein. Und die vielen Fremdarbeiter auf Ihrem Gut, haben Sie denn gar keine Angst? Doch, manchmal schon. Aber ich kann mich doch von meinem Jungen nicht blamieren. Grüß Gott, Frau Major. Ich bringe Ihnen nachher noch Wäsche rüber. Ja, ich bin zu Hause. Sagen Sie, Frau Borchert, Albert hat mir erzählt, dass sich Ihr Junge noch freiwillig gemeldet hat? Ja. Lassen Sie denn das zu? Die Borcherts waren doch alle Offiziere. Schönen Dank für Ihre Hilfe. Ach, nichts zu danken. Auf Wiedersehen, Frau Borchert. Na, Herr Ortsgruppenleiter, Sie wollen wohl verreisen. Ach nee, Herr Rönter. Sie wittern wohl Morgenluft. Mit Leuten, die das Vertrauen zur Partei untergraben, machen wir kurzen Prozess. Merken Sie sich das, Herr Rönter. Du, Emma! Komm doch endlich. Ich kann doch nicht alles so stehen und liegen lassen. Ja, du mach schon, hast die Atteste. Gott, die habe ich vergessen. Ach, das auch. Herr Forst! Ja, was ist denn? Wenn Sie wieder mal Holz schlagen lassen in meinem Wald, dann fragen Sie mich aber bitte zuerst. Das werde ich nicht tun. Es geht nicht um einen Endsieg. Merken Sie sich das, Frau Major! Was hast du denn schon wieder mit der Frau Major gehabt? Das geht dich gar nichts an. Was sind die Atteste? Na endlich, setz dich da los. Wir müssen aber noch an der Schule vorbeifahren. Dazu haben wir jetzt keine Zeit mehr. Sei froh, dass du hier rauskommst. Ich muss dem Jungen doch auf Wiedersehen sagen. In einer halben Stunde geht der Zug. Ich werde Walter schon alles erklären. Worauf warten Sie denn noch? Fahren Sie doch endlich. Walter! Walter, gib doch mal ab! Dann spiel doch allein. Herr Junge, beeilt euch doch. Los, los! Was macht ihr denn da schon wieder? Das war ein ganz schönes Kaliber. Wir hören, wenn die runterkommen. Na, wenn bei uns mal so ein Ding auf den Kasten fällt. Aber dann geht auch von der Mathematikstunde. Ach Mensch, dann schickt doch Churchill mal einen Stundenplan rüber. Wollt ihr nicht in die Klasse gehen oder soll ich euch eine extra Einladung schicken? Mal langsam, immer mit der Ruhe, ja. Glück muss der Mensch haben. Aber jetzt haben wir nur noch eine halbe Stunde Englisch und nachmittags kein Gelände. Das was ist mit dem Bierschießen? Franziska, kommst du nachher mit zur Brücke? Da soll die Bombe runtergegangen sein. Ja, aber erst muss ich nach Hause. Du kannst mir nachher deine Mutter abholen. Du, Mutz? Ja? Weißt du, was ich habe? Nein. Wirklich nicht? Ganz bestimmt nicht. Warte mal. Das sagst du schon. Guck mal. Wo hast denn die her? Aus dem Luftschutzkeller. Toll. Was hast denn da? Maus. Du, die lasse ich im Unterricht laufen. Ach, wetten, dass du dich nicht traust. Ach, das werde ich dir beweisen. Ah! Ah. Ah. Komisch. Komm, bist doch die größte Flasche, die Das stimmt ja schon wieder nicht mehr. Nee, laut Wehrmachtsbericht wurde der Raum Oberbach nach schweren Kämpfen geräumt. Mann, Oberbach, da sind sie ja schon südlich an uns vorbei. Ah. Uns lassen sie links liegen. Die sollten uns mal einsetzen, damit sie die Kurve noch kriegen. Unsere Kleinstkinder, die Garanten der Zukunft. Komm, lass ihn doch in Ruhe. Halt's Maul, du schieße Pampe. Die Amerikaner haben einen richtigen Keil gebildet. Ja, stimmt. Na, hier kann man sich doch abschneiden. Die haben doch eine ganz offene Flanke. Da schmeiß ich doch hier eine Panzerdivision rein. Bist du verrückt? Da ist doch die ganze Kampflinie unterbrochen. Darf ich die Herren vom Generalstab bitten, die Englischstunde fortzusetzen? Mammuts! Entschuldigung, aber ich musste die Front hier zurücknehmen, danke. Tja, Kriegsspiel macht Spaß, was? Willst du auch Offizier werden? Nee, der wird Lokomotivführer. Tatsächlich? Naja, früher wollte ich das mal werden. Na und? Bald brauchen wir wieder mehr Lokomotivführer als Soldaten. Wie meinen Sie das, Herr Studienrat? Natürlich erst im Frieden. Oder hast du was gegen den Frieden, Borchert? Natürlich nicht, Herr Studienrat.
Wir fahren in der Übersetzung fort. Hager, schlag mal auf. Wenn du mich nicht schätzt... Liebst. Wenn du mich nicht liebst, dann sollen sie... Mich finden. Dann sollen sie mich finden. Wenn ich durch ihre Wut sterbe... Ist es besser. Ist es besser, als wenn du mich nicht liebst. Ja, ein ganzes Leben lang. Ich danke dir für deine Bemühungen, Hager. Und dir natürlich auch, Franziska. Jetzt wollen wir uns mal anhören, wie unsere Romantiker diese Verse übersetzt haben. Lies mal, Scholten. Dir macht es doch Freude. Vor ihnen hüllt mich Nacht in ihren Mantel. Liebst du mich nicht, so lass sie nur mich finden. Durch ihren Hass zu sterben, wäre mir besser als ohne deine Liebe Lebensfrist. Wer zeigte dir den Weg zu diesem Ort? Die Liebe, die zuerst mich forschen hieß. Sie lieh mir Rat, ich lieh ihr meine Augen. Ich bin kein Steuermann, doch wärst du fern wie Ufer, die das fernste Meer bespült, ich wagte mich nach solchem Kleinod hin. Du weißt, die Nacht verschleiert mein Gesicht, sonst färbte Mädchenröte meine Wangen, um das, was du vorhin mich sagen hörtest. Gern hielt ich streng auf Sitte, möchte gern verleugnen, was ich sprach, doch weg mit Förmlichkeit. Sag, liebst du mich? Ich weiß, du wirst bejahen und will dem Worte trauen. Doch wenn du schwörst... Faust, schließ das Fenster. So kannst du treulos werden. Wie sie sagen, lacht Jupiter des Mein, als wir verliebten. Wenn du mich liebst, sag's mir. Doch rechtest du, ich sei zu schnell bist. So will ich finster blicken. Bernhard, mach du das Fenster zu. Schließ weiter, Scholten. Nehmen Sie Ihr Gepäck da weg. Sie sehen doch, dass Sie ein Schwerkoffer haben. Helfen Sie doch. Rücksichtslosigkeit. Also, mach's gut. Na, gehen Sie doch mal weg. Warum geht's denn nicht endlich los? Was stehen wir denn noch rum? Zurücktreten! Du heul doch nicht. Sei froh, dass der rauskommt. Walter! Walter! Was tut mein Junge? Gemacht. Wie kommst du überhaupt hierher? Wieso bist du nicht in der Schule? Nicht mal auf Wiedersehen habe ich ja sagen können. Das ist jetzt unwichtig. Hauptsache Mutter ist in Sicherheit. Du wolltest ja bloß los sein. Was fällt dir ein? Stimmt's vielleicht nicht? Kümmere dich nicht um meine Angelegenheit. Was kannst du weiter leben? Sorgen gemacht. Aber warum denn? Wir waren noch im Keller. Die ganze Englischstunde war im Eimer. Englisch. Wozu braucht ihr jetzt Englisch? Komm, wir wollen essen. Vielleicht passiert jetzt jeden Tag sowas. Wie soll ich bloß zu Hause liegen? Was soll ich denn zu Hause? Was gibt's denn heute? Weißkraut. Schon wieder Weißkraut. Ich hab doch nichts anderes. Ich geh mal schnell zur Brücke, ob was passiert ist. Das kannst du nachher machen. Jetzt wird erst gegessen. Sigi, du mach schon! Was ist denn, Junge? Warte mal, ich muss Alberich noch füttern.